Dann erst der Hebel. Dahin. So. Ich muss zuerst die Kombination finden. Ja, natürlich. Ja, aber da, klar. So, jetzt wartet mal später. Hier. Da ist die Kombination. Okay, schreibt die sich das jetzt irgendwo auf? Bitte. Vor allem, ich muss das Ding ja halten. Ich kann mir das jetzt nicht mal eben kurz auf... Ach so, oh, gut, der hat es gehighlightet. Alles super. Sind das doch alle? Hat er alle? Jetzt hat er alle. Oh, super. Ich dachte jetzt schon mit links aufmalen. Okay. 1, 2, 3... 1, ein frei, 2, 3. Oh Gott, was? Oh Gott, komm, dafür bin ich ja viel zu müde. Macht mich nicht fertig. Ich bin so müde, aber ich will unbedingt den Stream bis zum Ende sehen. Ich dachte eigentlich, ich wäre jetzt gleich durch mit dem Spiel. Es war ein frei zuerst, ne? Nein! Ah, nee. Warte. Nochmal. Sei zumindest hier, aber... Nee. Ein richtiges Rätsel aus der Hölle. Geil. Boah. Sehe ich das richtig, dass ich mir gerade erstmal komplett merken muss, wie das aussieht, damit ich alles so weit vorbereiten kann, dass es auch im Einzug dann klappt? Das Rätsel ist bei den drei Zügen. Eindeutig zu spät für solche Rätsel. Ey, Hase, falls du das siehst, ne? Willst du hochkommen und mir das Rätsel machen? Du darfst ein Rätsel machen als Geschenk. Ein Geschenk für dich. Ein Geschenk. Du willst das so gerne. Nein, ich skippe nicht. Schon falsch. Okay, eins. Nee. 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 Nein, nochmal. Das hier macht... Ich finde das irgendwie seltsam, was es macht. Ich kann das gar nicht abtimen. Also die Kombi
Warte mal, kommen die immer gleich raus? Der dreht die Äußeren. Und der hier lässt sie reinwandern. Wenn du weißt, welcher Hebel was macht, ist es einfacher. Ja, deswegen gucke ich ja gerade. Der dreht die Äußeren einfach nur und der lässt sie reinwandern. Alles gut, ne? Ist wirklich alles gut. Aber das hier. Ich muss wissen, welche Ausgangspunkte die alle haben. Warte mal. Eins, zwei. Sterne sind immer gleich bei den Sternen. Du musst den inneren Kreis beachten. Drei Sterne. Erst inneren Kreis. So hatte ich das ja eigentlich auch gemacht. Also so hatte ich angefangen. Ich habe hiermit so angefangen, ne? Und da ist ja hier die Lücke. Und hier ist hier die Lücke. Okay, ich eins, zwei, drei. Ich versuch's mal. Warte mal. Oh Gott. Spät. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ne? Und die kommen ja eh dann nach hinten. Okay. Eins, zwei, drei. Jetzt ist das hier sogar richtig. Tschüss. Ne, warte. Seite haben wir nur ein. Seite haben wir nur ein. Ah! Falscher Kopf! Ah! Fand's wirklich diese Begeisterung. Reine Logik, da muss man nicht viel denken. Wo ist der Logikknopf? Wo ist der Logikknopf? Ich finde ihn gerade nicht. Oh. Motivation. Er fliegt so mit dem Fall mit den Motivation. Nee, ich glaube. Erik, ich glaube. Ich glaube, für heute ist es vorbei. Ich glaube wirklich, für heute ist es vorbei. Beim nächsten Mal bin ich wahrscheinlich hier viel, viel fitter unterwegs, aber jetzt gerade. Ist es einfach nur vorbei. Ich glaube aber, mit dem nächsten Stream haben wir es durch. Ich glaube, der nächste Stream ist durch. Ich würde jetzt heute hier wieder aufhören. Wenn jemand von euch das Spiel durchgespielt hat, bitte nicht spoilern, aber nur sagen, bin ich schon sehr weit im Spiel? Würde noch ein Stream das Spiel beenden? Oder bin ich gerade so kurz vorm Ende? Ich glaube nicht, dass ich kurz vorm Ende bin. Ja. Nächster Stream? Ja, ich wollte es ja im Stream dann durchspielen. Eigentlich habe ich ja gerade auf dem Channel auch nur VR-Chat und HWSQ, was aber okay ist. Weil ich werde das hier dann wohl später als Folgen raushauen, weil ich ja gerade das Problem habe, dass ich halt Zeit freischaufeln will, immer noch. Ein Stream müsste reichen, allerdings noch so 2 Stunden. Okay, Mortis Draka und jetzt nochmal in paar Stunden. So, in paar Stunden, also 4 Stunden. Ja, also ein Stream, das reicht doch dann. Das hast du bei Conjuring House auch gesagt und dann hast du nochmal 7 Stunden gespielt. Boah, hör mir auf. Hör mir auf. Wir sind doch erst in Akt 2. So, 20 Streams später. Akt 6. Ja, dann mache ich aber heute jetzt mal Spiel aus. Ich bin so fertig mit den Nerven. So, ja, dann würde ich mal sagen, machen wir doch einfach mal weiter.
Wisst ihr noch, wie ich beim letzten Mal so, ne, so ein bisschen so rumgespielt habe und dann so gesagt habe, mein Kopf nur so. Also dieser Affe, kennt ihr diesen Affen, der immer so macht? So, um ehrlich zu sein, ich weiß, was die machen. Das hier, macht halt die Sterne da so anders. Kann mir nicht merken. Das hier dreht die. Alles okay. Das dreht die. Alles okay. Das bringt die nach vorne. So. Alles super, ne? Hab ich trotzdem nicht hinkriegt. So. Privat hätte ich da mehr Spaß. Jetzt muss ich mir aber... Hase, falls du zuguckst, die Wildcard steht noch für das Rätsel, das du für mich lösen könntest. Ich erlaube es dir. So, also. Innen drin haben wir 3. Hier 2, da 1. So. Kurzzeitgedächtnis. 2, da 1. Okay, warte mal. Müsste richtig sein, ne? Ja. Gut. Jetzt haben wir das Problem. Oh, kann ich das nochmal resetten irgendwie? Kannst nicht resetten, ne? Jetzt kann ich es, glaube ich, resetten. Warte mal. 2 oben. Nee. Ah, wie gehe ich da am besten? Ich muss ja quasi, also ich habe gerade das Gefühl, ich muss das ganze Bild schon vorher so zusammenbauen, dass ich es dann in die Mitte ziehen kann. Schon vorher irgendwie so planen. Ich sollte die, glaube ich, nicht ganz nach vorne packen. Warte mal. Nee, warte. Okay, da kann ich nicht helfen. Ja, der Trick ist, von innen nach außen vorzugehen und nur... Ja, das weiß ich ja. Ich muss zuerst die innen machen, aber... Ich bin halt immer nur ganz... Ich bin halt immer ehrlich, ne? Das war... Ich hatte echt Probleme mit dem Scheiß hier. Ich will die Kacke resetten, Mann. Ich habe keinen Plan. Also, ihr seid voll lieb, dass ihr das sagt, weil das... Ich mag es, wenn jemand ehrlich ist. Ja, gut, das hat resettet. Okay. Und einfach sagt so, hey, guck mal, das ist irgendwie beschissen. So. Das ist Nummer 1. Bei dem zweiten hätten wir oben in der Mitte ein... Oben, da, da. Nee, warte, das ist der innere. Okay. Ein frei und da oben. Auch. Es ist so blöd gezeichnet. Ich muss... Das bringt mir nichts. Ich hab mein Handy nicht hier. Scheiße. Ich schreibe mir das jetzt auf. Ich würde ein A kaufen für 250. Was? Ach, ich mache mir das auf. Ich wünschte, ich hätte jetzt mein Handy hier. Da habe ich natürlich wieder nicht gemacht. Ja. Scheiße. 1, 2, 3, 4. So, also. Das habe ich voll kacke gezeichnet, aber ich kriege das schon hin. 1, 2. Der Curry hat mich übrigens angeschrieben, der wird das wohl auch gerne machen. Der war letztens vom Stream irgendwie angefixt mit den Wimmelbildern. Fand ich voll geil. Da habe ich hier natürlich direkt, ne, ihr kennt das wahrscheinlich vom Erik, Angst empfohlen. So, ich nehme ein Y, was? Handyfoto? Ja, ich habe mein Handy jetzt gerade nicht hier, scheiße, ey. So. Hätte ich machen sollen, wäre besser. Aber egal, komm, ich mal das eben auf. Doch, ist richtig. Ich hab's gleich. 1, 2, 1, 2. Der kommt hier hin. So. Kommt hier noch einer hin.
Weißt du was? Hier kommt auch noch einer hin. So. Da kommt einer hin. Dann hier außen kommt noch einer hin. Hier in der Mitte. Und natürlich... Genau, da ist einer frei. Und dann kommt noch hier einer hin. So. Drei, das sind ja die, die innen sind. So, das, was wir jetzt machen müssen, ist theoretisch, hier wäre einer, hier wäre einer. Da wäre einer, da wäre einer. Ich habe das so... Oh Gott, ich heule gleich. Das ist ja so krumm und schief hier. Jetzt habe ich das auch so krumm und schief hier aufgemalt. Der... Der und der und der. Oh Gott. Ich mach das jetzt doch mit den Dingen nicht gern. Das sind vier Stück. Zwei sehr nah zusammen, bei einem ist eine Lücke. Gedreht werden. Das heißt, oben die, da ist einer frei. Gut. Okay. Okay. Alles gut, alles gut. Haben wir fünf. Vier sind alle beieinander. Dann kommen zwei frei, dann ist hier der eine und da ein frei. Okay, wir haben fünf jetzt. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind sie. Gut. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, vier. Müsste jetzt richtig sein, oder? Ich guck nochmal. Nee. Passt nicht. Was ist, passt? Das ist, passt dann? Ich bin super verwirrt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist nicht richtig. Zu weit. Warte. Der große Gap ist da unten. Okay, der große Gap ist da unten. Das müsste es eigentlich sein, oder sehe ich das jetzt falsch? Hier ist der große Gap, da ist einer dazwischen. Jetzt müsste es eigentlich richtig sein, ne? Okay. Noch eins. Oh Gott, ich will das mal... Blablabla. Kein Fehler machen, oh Gott. Eins, zwei, drei, vier. Zwei immer nebeneinander. Eins, zwei, drei, vier.
Das müsste es sein, oder? Nee, warte. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Noch einmal drehen, Moment. Vielen Dank an den Chat, dass ihr es mit mir durchgestanden habt. Es ist ganz schrecklich gewesen. Ich werde das nicht nochmal machen. Vielen, vielen Dank. Ah. Ach so, Akt 3 jetzt erst. Okay, alles klar. This actually just happened. Das passiert jetzt gerade wirklich. Ja, aber es sind auch noch viel schlimmere Sachen passiert. Ich weiß nicht, wie hier dieser Globus reinpasst, aber er ist wirklich sehr, ist wirklich wunderschön. Hier haben wir eine Falltür, aber dafür brauchen wir noch ein, haben wir das hier irgendwo? Ein Griff. Okay, dann warten wir mal. So. Weg hier. Ich gucke das mal an. Hier gibt es wieder viel zu entdecken. Wir haben ein abgebrochenen Schlüssel und einen Schlüsselring. Mit den bloßen Händen kriegen wir den nicht raus. Vielleicht hiermit? Nein. Gut, dann machen wir es aus. Und es ist ein Fahrstuhl. Okay, hierfür brauchen wir ein ganzes Emblem. Dafür brauchen wir etwas Dünnes, um es zu öffnen. Wir haben ein Messer. Das funktioniert wahrscheinlich nicht. Doch, es funktioniert. Super. Aufmachen. Weiteres Teil des Emblems. Dafür brauchen wir einen Code. Aber ich glaube, das müssen wir nicht machen. Das machen wir mit dem Messer auf. Zack. Noch ein Emblem. Und eins brauchen wir noch. Ja, ist sehr stabil. Wir sollten besser einen Schlüssel finden. Okay. Oh, was haben wir da noch? Sehr schön. Eine 6, ein weiterer Knopf. Ein Emblem. Wadenkrampf, Hilfe. Aufstehen! Aufstehen und draufhüpfen. Ich weiß, es ist scheiße. Ich wach davon auch oft auf, aber aufstehen und auf den Bein hüpfen. So, 06. Wo kann ich das hier drauf? 38. Ah, gut. Jetzt haben wir Schlüssel hierfür. Schlüssel auf. Wo ist die wilde Fahrt? Wir haben ein Buch gefunden. Wenn du, if you wanted, dann. Aber das konntet ihr selber sehen, ne? Wir wollen, dass es dann ist. Wir wollen es hier erledigen. Wir sind sehr motiviert. Mir ist etwas in Dahlias Magnesium hilft. Ja, ja. Das. Alles gut, alles gut. Leupan Speedrace. Ja, sowas. Nein, sowas geht. Sowas geht. Das gerade war halt so furchtbar. Und vielen Dank an alle, die gesubbt haben. Resubbt. Entschuldigung, ich habe das während des Spiels nicht an. Aber vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, ist das der zweite Teil des Spiels, das Erik gespielt hat? Nee, es ist True Fear. Da war der erste Teil super. Der zweite ist auch super. Aber ich bin nicht so super in diesem Teil. Mir ist etwas in Dahlias Dokumenten aufgefallen. Es sieht so aus, als wäre ihre Mutter. Die Mutter war eine der Patientinnen? Ah, Entschuldigung, dass ihre Mutter die eine von denen war, die hier ihre. Die sich hier. So kurz irgendwie übersetze ich jetzt, who insisted on her intent. Ich bin ja verwirrt, die Mutter wollte doch eigentlich, dass Dahlia hier reinkommt. Und jetzt wollte die Mutter das verhindern? Verstehe ich das gerade richtig? So laut? Ja? Oh, Moment, ich mache mal ein bisschen leiser. Wupp, so. Sollte jetzt ein bisschen besser sein. Drauf bestehen. Also habe ich das doch richtig verstanden, ne? Ich war jetzt ein bisschen verwirrt wegen dem Text hier. Gut. Ah, und danach wollte sie das doch nicht mehr, bla bla, und dann wurde die geblockt von Professor Smith. Miss Donuts mentioned something strange today. Her other two daughters. Ah, ihre anderen zwei Töchter, man war verwundert, dass sie ihre anderen zwei Töchter noch behalten durfte, so verstehe ich das jetzt. Entschuldigung,
Übersetzung in den Spielen? Übersetzung in allen Spielen, kein Problem. Ich habe hier irgendwie, ich weiß nicht warum, total die Probleme. Sie wollten also ihre Schwester und uns, ne, also die Schwester von uns und uns wollten sie da auch wegholen, aber unsere Mutter durfte uns aus irgendwelchen Gründen dann doch behalten. Das ist eine Pinzette, eine Lampe. Jack Smith. Das könnt ihr euch, wenn ihr wollt, einmal so durchlesen, weil das sind Sachen, die müssen, die haben nicht wirklich, das sind so Sammelgegenstände einfach und das sind die Charaktere, die wir schon kennengelernt haben. Warte kurz. Im Stream ist halt alles anders, was das Übersetzen angeht. Total. Ich muss trotzdem gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich habe aber im Let's Play wirklich die Ruhe weg, was das angeht. Hier. Ne. So. Ja, das ist ja halt die Frage, hat Jack wirklich, war Jack wirklich der Killer? Die Mutter hatte mit ihm zu tun. Sonst haben wir hier nichts, ne? Nein, ich bin nicht toll. Ich versage hier auf ganzer Linie. Ich gebe auch mein Bestes. Mein Bestes ist nicht gut genug. So, ansonsten habe ich jetzt hier nichts. Was kann ich denn mit den Keyring machen? Warte mal, ich werde die Pinzette jetzt direkt mal nehmen, ne? Ja. Warte mal, ich hab den Schlüssel nicht bekommen. Ja, hier, mit dem Cuttermesser kannst du doch da. Oder hier, mit dem hier? Scheiße. Okay, wir brauchen also einen anderen Schlüssel. Achso, und ich kann hier noch was machen. Ich sollte hier noch nicht gehen. Okay. Wir können die Schiffe also umdrehen. Das Holz sieht alt aus. Und wir müssen aufpassen, weil so oft kann man das wohl nicht mehr machen. Aber ich kann hier noch nichts machen. Ah, guck mal an. Da war ein Keyring dafür, der lustigerweise aber direkt hier drunter passt. Das ist ein sehr großer Schlüsselanhänger tatsächlich. Und wir haben eine Punchcard für den Aufzug. Und sonst... Ah, guck mal hier. Zahnrädchen. Ja, dann hier auch noch. Da. Ja. Das ist sehr schön, da tue ich mal so drauf. Huh! Okay. Ja, aber welches Buch brauche ich denn, verdammt nochmal? Ich weiß, warte mal. Wo war das mit den Büchern? Bro, ich will diese Bibliothek. Ja, ja, ich glaub der Erik auch. Ich kann hier noch nichts machen, ne? Pff. 8975? Ne, warte, 897? Das ist das Zahlen im Inventar, oder nicht? Hm, was meinst du mit Zahlen im Inventar? Meinst du die hier? Das sind 2 von 8 von den Dingern hier. Die muss ich noch suchen, oder was meinst du? Nur bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Ich möchte es gerade noch selbst herausfinden. Das wäre ganz cool. Und ich frage aber nach Hilfe, so wie gerade bei den einen Rätseln habe ich auch gefragt. Ist das so okay? Ist das so richtig? Aber hier jetzt gerade will ich noch selber gucken. Und das bringt ja, ich sag, zum Spielspaß trägt es null bei, wenn ihr einfach eine Nummer reinschreibt, dann bringt es aber nichts. So, also, wir haben jetzt Initialien und wir haben Nummern.
Jetzt muss ich erstmal über... Es rattert da gerade in meinen Kopf. Es rattert, das ist schon mal ganz gut. Drei Nummern. Dark Falls Asylum. Ich will das haben. Das ist die Geschichte davon. Das ist eigentlich ganz cool. So ein komisches Gerät. Aber warte mal ganz kurz. Da ist ja gerade was runtergefallen, oder? Hier ist was runtergefallen. Ach so, ja, jetzt haben wir wieder eine Leiter. Ich weiß auch schon, wo ich damit hingehe. Hier noch was machen, aber lass uns mal ganz kurz. Ich will gucken, ob das funktioniert. Wo war das? Hier war das. Jetzt können wir es endlich machen. Lass mich einfach die Sache endlich erledigen. Endlich. Ja! Oh mein Gott. Was ist hier los? Okay, dann nehme ich doch direkt mal mein Cuttermesser. Tschüss! So, dann nehme ich den. Ich nehme diesen Becher, okay. Dann mache ich jetzt das Licht an. Das ist auch ganz schön eigentlich. Und sonst haben wir hier nichts. Gut, wieder runter. Raus. So. Okay, hier ist also etwas Interessantes. Vom Block A. Aber wir sollten da nicht mit unseren bloßen Händen rangehen. Es ist zu dunkel, ich kann nichts sehen. Das sind die Bracelets. Ach, cool. Damit können wir jetzt zu der Puppe gehen. Ein gesamtes Gebäude hier geht einfach in Flammen auf. Nur 4 Patienten sind noch übrig und keiner redet, no one is even talking about rebuilding. Und keiner redet davon, es überhaupt auch wieder aufzubauen. Stattdessen installieren sie eine total gruselige Statue im Greenhouse, also im Gewächshaus. Und Alec. Was? Warte mal. The three, das waren doch... Also die drei, das waren doch vier. Wir drei Schwestern, oder? Die haben uns Elektroschocks gegeben, verstehe ich das richtig? Den Kindern? Bis sie fast tot waren, jeden Tag? Und alles während dieses gruselige Mädchen einfach auf dem Boden sitzt mit ihren ganzen Uhren und ihren ganzen Spielsachen. Ich hasse diese Göre. Und nun ist da auch noch dieser total gruselige Wächter. Gruselige Wächter. Ich glaube, ich fliege irgendwas rum. Jack, der sie verteidigt. Er hat mich gesehen, wie ich sie die Halle runtergeschubst habe. Und hat mir einen seiner wirklich gruseligen Blicke gegeben. Er macht mir Angst.